Servus und willkommen zum zweiten Teil zum Thema Heu. Ja, den ersten Teil habt ihr ja am Dienstag gesehen. Da habe ich gemäht gehabt und mit dem Heuwender die erste Runde gedreht. Ja, und jetzt geht's weiter. Ich habe heute auch schon durchgewendet, meine Wiesen. Und der nächste Schritt ist, ich hänge jetzt da mal den Schwader an der IHC an. Und für heute Abend wird Nachtschwad gemacht, dass ich diese ganze Nachtfeuchtigkeit, die Bodenfeuchte wegbringe. Lege ich alles auf Schwad und haue dann morgen auf, na, ich schätze mal 10, 11 rum noch einmal auseinander. Dann kann es trocknen bis Nachmittag. Und ja, ich schätze mal morgen dann so gegen 2 werde ich mit der ersten Wiese hier drinnen und mit der Wiese da unten anfangen. Und die etwas weiter entfernte, wenn wir dann alle zusammen sind oder wie auch immer, muss ich mal sehen. Mehr Mann zum Heu ist natürlich immer besser als alleine. Ja, schauen wir mal. Ja, um an den Schwade ranzukommen, muss jetzt erst mal wegen Platz schaffen, weil der Schwade steht ganz da hinten. Davor ist auch schon mal der Kipper im Weg. Dann muss die Presse raus. Dann muss der... Ja, der muss definitiv auch raus. Dann muss der Häcksler raus und dann komme ich an der Schwade ran. Ist leider alles ein bisschen dumm geparkt, ist leider alles ein bisschen blöd vom Platz her, aber immerhin, wir kriegen es unter und das ist das Wichtigste, es steht alles trocken. Ja, wie gesagt, also Kipper fahre ich raus, das mache ich jetzt gleich mit dem Allgäuer, weil da sehe ich gar nicht ein, wieso ich da denn, na, blödes Tor, ein bisschen windig heute, sehe ich gar nicht ein, erst das Anhängemaul, das Zugmaul an der IHC ranzumachen, nur zum Rausfahren. Die presst dann mit dem IHC raus. Ja, und dann den Häcksler mit dem IHC raus und dann komme ich an die Schwade.
So, ich habe jetzt alles umgepackt. Der Kipper steht wieder drüben im Stall ganz normal drin. Allgeier steht hier. Und ein Häcksler, also den habe ich ja im Hofrundgang beim 100 Abonnenten Spezial schon mal gezeigt. Das ist ein Jensen Häcksler, den habe ich gleich hier drüben stehen lassen. Weil wenn ich es wieder alles neu räume, muss ich das sowieso wieder raus tun. Da kann ich ihn gleich hier drüben lassen, weil der IHC bleibt hausen. Der hat jetzt unten einen Fellerschwader dran. Und mein Welger AB12 habe ich gleich da hinten hingestellt. Also Regen, würde ich sagen, kommt nicht. Wie gesagt, morgen wird es losgehen mit dem Einfahren. Das liegt dann seit 3 Tagen. Also, ja, was heißt 3 Tage? 2,5 durch. Das Schöne ist, es ist sonnig und warm. Kommen zwar immer mal ein bisschen Wolken, ist immer mal ein bisschen bedeckt, so leicht bedeckt, aber es geht ein Lüftle dazu. Das Heu trocknet, oder besser gesagt, das Gras trocknet so schnell, besser geht's gar nicht. Jo, und wie gesagt, also passt ja dann soweit. Ja, also wie gesagt, das habe ich da unten eingestellt. Dafür hatten wir so viel Bulldog. Der vierte fehlt halt. Dann hätten wir noch einen, den wir gleich am Kipper lassen können, weil den Allgäuer will ich dafür nicht nehmen. Ja, das ist so eine Fellerschwade. Ja, ist auch schon wegen älteren Semesters, aber der erfüllt wunderbar seinen Zweck. Der gehört halt dann auf der Wiese noch richtig eingestellt. Gut, wer sich jetzt fragt, Schwartuch, ne? Ja, da war ursprünglich einmal ein Fellerschwartuch dran. Das ist aber kaputt gegangen. Und ja, damals auf die Schnelle, wir hatten keinen Star, keinen Ersatz und nix. Und zum Heuen war es scheiße ohne Schwartuch. Dann habe ich gesagt, ne, ich habe noch einen alten Kartoffelsack. Oder besser gesagt, Malzsack in dem Fall. So schöne Gruße. Dann habe ich den da wegen Neigflochten gehabt mit so Pressengarn. Ja, und das hält jetzt mittlerweile seit fast 10 Jahren. Klar, man kann da wieder ein Schwartuch reinmachen, wenn man es original haben will, aber das hat sich bewährt, das hat funktioniert und ich weiß nicht, warum ich ja Geld ausgeben soll, wenn es doch so auch funktioniert. Da passt doch. Ja, zum Schwade selber. Den habe ich ja damals nicht vorgestellt. Also, der Schwade ist ein Fella TS312DRF. Ja, wie gesagt, den haben wir auch schon ewig. Wir nutzen den Schwade hier zum Laub zusammenmachen im Herbst bzw. Frühjahr und halt dann ganz normal hier zum Heuen. Oder wenn du auf dem Feld dann die Strohschwaden haben wir zusammenziehen willst oder was. Dafür tut das. Ja, gewaschen könnte mal werden, klar. Aber normalerweise wird er ja auch bloß im trockenen Wetter eingesetzt. Also zum Laub, wie gesagt, das ist auch nicht schlecht. Geht auch ganz gut. Ja, mein selber gebautes Schwartuch hat bislang immer super funktioniert. Ja, altersschwach ist er teilweise auch. Ich meine, hier das Gestell schon ein paar Mal geflickt. Und naja, ist halt normal. Ich meine, es gehört halt dazu. Ist einfach so. Ja, wie gesagt, das ist so eine Schwade. Und mit dem geht es dann auf die Wiese raus, den habe ich auch auf die tausende Zapfwellen gesteckt. Kann ich auch mit der Drehzahl dann vom Schlepper runter. Ist deutlich angenehmer zu fahren. Ich meine, wie gesagt, man darf halt dann nicht abrupt die Zapfwellenkupplung einrücken. Da zerreißt er dann hinten die Gelenkwelle, beziehungsweise oben her, wo die Gelenkwelle dann auf die Hauptwelle vom Schwader geht. Das haben wir auch schon geschafft, da haben wir den Scherbolzen umweggerissen, dann ist das ganze Innenleben entgegengekommen. Ja, da muss man mal ein bisschen behutsam einkuppeln, aber dafür ist das Arbeiten deutlich angenehmer und spritsparender. Ja, einstellen muss ich dann heute Abend auf der Wiese noch ganz normal, das mache ich dann erst später. Und ja, für die eine Wiese da drin, weil ich mir mal noch ein Rechen mitnehme, dass ich aus die Hecken das noch ein wenig rausziehen kann.
Ja, wie gesagt, ich fahre ja den Leistungssport da auf der Tausende Wellen. Wenn man sagt, der Einkuppeln tut an der Zapfenkupplung, geht es wunderbar. Ich brauche nicht so viel Drehzahl, ich spare wenig Sprit. Ist nie verkehrt. Er läuft jetzt bei knapp 1000 Touren. Das reicht. Schöner als wenn ihr jetzt bei 2000 Touren auf der 540er Welle drauf fährt. Na Schmann. Langsam kommen lassen. Und dann geht das gut.
So, das Heu ist zu Hause. Jetzt gleich 11 Uhr nachts. Ich habe jetzt gerade das letzte von der Wiese draußen geholt. Also die neue Wiese hat ca. 100 HD-Ballen gegeben. Ja, waren ziemlich genau 100. Das ist die Ladung da auf dem Kipper. Das andere unten war nochmal 150. Und da im Grundstück waren es 18. Also da ist es ja immer nicht so viel wegen Obstbäume. Aber ist auch nicht schlecht. Ja, also 268 Ballen beim ersten Schnitt auf denen Wiesen. Zwei Wiesen stehen ja jetzt noch aus. Die mache ich demnächst dann nochmal mit. Ja, vom Laden selber habe ich keine Bilder gemacht. Das geht ja bei mir mit Hand, mit der Gabel. Und dann halt aufschlichten habe ich alles alleine gemacht. Mein Vater hat vorhin, wie ich da innen gepresst habe, unten auf der Wiese das hochgestochen und hat es raufgefahren und hat dann gleich einen Teil darüber geschmissen. Ja, und der andere Teil, der müsste noch auf den Zweiachse sein, den kann ich euch auch zeigen. Ja, da sieht man wieder, wozu die Maschinenhallenbeleuchtung gut ist. Wenn es nachts dunkel ist und man hat nur einen Scheinwerfer hinten am IHC, dann schaltet man sich das da an. Und tipptopp, jetzt schreit der Esel, weil ich da unten rumrenne. Ja, Zeit für Feierabend. Jetzt zeige ich euch noch den Zweiachse. Den hat er vorhin auch beladen. Das ist das Konstrukt da. Ja, wenn man so einen Wagen hat, ist immer ganz gut. Freut mich. Kommt auch mal richtig zum Einsatz. Hat auch mal was zu arbeiten. Der ist gut beladen. Den hat er mit einem Algaier gezogen. Durfte auch mal ran, weil der Kramer, der war jetzt die ganze Zeit mit Heuen da. Und der steht jetzt hinter meinem Auto. Besser gesagt, hinter der Presse eingeparkt, weil die steht oben im Carport mit. Mein Auto steht draußen, die IHC steht draußen. Ja, morgen muss ich mal gucken, geht es dann so langsam aber sicher ans Verräumen. Dass ich dann die Maschinen wieder alle parken kann. Und dann war es das mit dem Heu. Ja, das Verräumen morgen zeige ich euch noch. Da kommt dann der Greifer mal ins Spiel. Gestern Nacht habe ich das Zeug noch eingefahren. Ja, auf dem Kipper drauf. Ich habe mir jetzt schon einen Teil hierher gekippt. Und hier drüben stapel ich es mir immer. Die ersten Übungsballen habe ich darauf. Ja, das habe ich mal lieber off-cam gemacht. Bis man erst einmal wieder das Gehör drin hat, aber es funktioniert soweit. Weil ich muss immer erst schauen, welches Seil ist wofür bei dem Greifer. Ja, ich habe zwei Seile hier. Einmal das, einmal das. Das Seil da ist ablassen und oben hier umlenken. Und gleichzeitig die Bremse beim Ablassen. Und das Seil da ist heben. Und auch wieder abbremsen. Kann man da damit auch machen. Der kann aber auch unter anderem senken. Fragt mich nicht, warum das so ist, aber es ist halt einfach so. Ja, das Ganze funktioniert ja über Seilwinde. Die Seile laufen ja da oben rinder. Ich weiß nicht, ob man es erkennt oder ob es zu dunkel ist. Die laufen da rinder. Und hinten im Eck sitzt die Seilwinde. Und die wird betrieben über den Elektromotor da hinten im Eck. Und über den Flachriemen. Ja, und wenn ich das Ding jetzt einschalte, das kann ich ja mal kurz zeigen. Wenn ich das Ding einschalte, dann habe ich hier einen Holzklotz. Den muss ich immer da an der Wand anhalten. Nicht, dass der Riemen mal abspringt. Kann passieren, muss nicht, kann aber. Und bevor er abspringt, so. Also, jetzt ist natürlich ein wenig schwierig mit einer Hand. Ich halte es hier an. Und da oben habe ich meinen Schalter, da drücke ich drauf. Und sofern man jetzt was erkannt hat, der Riemen beim Anlaufen hupft immer ein wenig rüber, da ist der Balken dann im Weg, dann kann nichts passieren. Und dann passt es. So, und zum Greifer selber. Er baumelt ja jetzt da oben. Ich kann den jetzt mit meinen Hebel hier heben. Senken. Oder bremsen. Und ich kann ja auch mit dem Hebel da sachte senken. Mit dem aufwärts. Und die Bremse greift normal automatisch, wenn sie richtig eingestellt ist.
Das mussten wir letztes Jahr machen. Letztes Jahr ist er runtergekommen, ein bisschen schnell. Dann ist das Seil hinten rausgeflogen und dann habe ich gesagt, naja, warum fliegt er raus? Brems passt wieder nicht mehr. Die gehört alle heiligen Zeiten nochmal nachgestellt, dass das funktioniert. Ja, das Ganze ist ja ein Weilbachgreifer. Jetzt müssen wir noch ein wenig runter. Zack. Ein Weilbach Heuaufzug. Da haben wir es. Das gute Stück. So sieht er aus. Um jetzt was hochzugabeln, muss ich nur einmal zusammenklappen, dass da oben die Welle da einrastet. Und dann kann ich die Gabel links und rechts rausklappen und kann immer 4 HD-Ballen auf einmal schnappen. Also das sind ja meine HD-Ballen hier. 4 Stück packt er auf einmal, also 2 und 2 immer nebeneinander. Ja, und das zeige ich euch jetzt einmal, wie das funktioniert und wünsche euch viel Spaß dabei. Also, runter, einhaken, einmal, zweimal, und zack, ah, alles klebt. Das linke Seil zum Hinten, der fährt hoch. Wenn er oben ankommt, dann klackt er mal. Der sagt mir, er ist oben in der Schiene und fährt auf Schwenken, also auf Überfahren. Dann klackt er, wenn er auslöst, dann rumpelt mal, die Ballen fallen oben raus. Dann fährt er wieder rüber, knackt einmal über die Mitte drüber, dann muss er wieder auf. Moment. Jetzt ist er oben. Jetzt hat er abgeleert. Senken. Klack, klack. Geben. Klack, klack. Das Schöne, das Ding, das kann man auf- und abfahren, so oft wie man will. Vor lauter Zeit früher, da war ich mit draußen auf dem Dach von der Holzschlicht gesessen. Der Großvater hat die Ballen hingeschlicht und nur noch im Gehör Ballen aufgefahren, oben in die richtige Richtung gelenkt, wieder runter und der Großvater kommt da unten geschlichen und über mit dem Greifer zuzwicken. Also normal, wenn man das Gehör dafür hat, da können wir zweimal noch richtig schwer eingespielt ziehen fahren. Das Ganze funktioniert aber natürlich auch alleine.
Greifer hinten bleiben. Wäre nicht so gut, wenn die mit hochfahren. Der Schwung ist um. Jetzt geht's wieder ans Verrammer. Das ist halt wieder händisch. Gehört halt einfach dazu. Ballen schön aufschlichten. Machen wir schön Platzsport. Also ein Haufen in der Mitte drin ist ja doch ein wenig unpraktisch. Hört bloß auf. So, liebe YouTube-Freunde, also das hier ist alles daheim. Timing ist gleich alles, denn wir haben einen kleinen Gewitterregen. Ja, ich habe alles drin, alles aufgeräumt, alle Maschinen aufgeräumt und jetzt regnet es. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Weil, wenn es jetzt draußen ein bisschen regnet, ist eigentlich optimal. Dann verbrennen wir die Wiesen nicht so. Und besser geht's doch gar nicht. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video heute hat euch gefallen. Ist wahrscheinlich ein bisschen lang geworden. Ich muss es ja noch schneiden. Ich habe jetzt gut 4 Stunden Material zusammengekriegt. Dazu muss ich halt die besten Stellen dann rausschneiden. Weil, einen Spielfilm wollen wir natürlich nicht rausdrehen. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus!